Hallo, da bin ich wieder zurück mit Zanzara. Ich habe mir gerade mal meine ganzen Feen ja vollgeladen bei der Vogelscheuche. Und ich war in London und habe dort meine, die Fee mal durchgetauscht hier. Ich habe nämlich die Pilzfee mir kurz geholt und die durchgetauscht gegen, kann ich euch gleich sagen, ich glaube gegen Celia war das. Ups. Ja genau, Celia war nämlich Level 18. Und den habe ich jetzt mal eben ganz langweilig, das hättet ihr nicht sehen wollen, hochgepusht, immer wieder zum Trainer, immer nur hingeflogen, diese komische Fee umgehauen und dafür dann halt eben Geld und Dingsabumster gekriegt, hier Erfahrung. Das heißt, der ist jetzt Level 14, das ist schon mal nicht so schlecht. Und wenn ihr mal guckt, guckt euch mal bitte an, wie viel Leben der hat. 108 Leben mit Level 14. 14. Vergleichbar hier zum Beispiel mit Tadana, die hat 61 mit Level 19. Also Wahnsinn, was der hier für ein Tank ist. Das ist schon krass. Also ich glaube, man kann ja mal hier gucken. Wobei Trefferpunkte 3 ist ja jetzt auch nicht so viel. Ich meine, der hat im Grunde mehr Trefferpunkte, ne? Kann man eigentlich sehen, was das genau bedeutet? Nee, ne? Und von dem hier bin ich auch immer noch begeistert. Und der macht im Grunde eigentlich mehr Schaden. Eigentlich macht der mehr Schaden. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, warum der mehr Schaden macht. Ich glaube wahrscheinlich, weil der sehr gute Sprüche hat. Meine ich. Deswegen bin ich nämlich hier noch beim Cottage geblieben, weil ich mir dachte, gut, wir holen uns jetzt nochmal Sprüche. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier die beste Stelle ist. Vielleicht teleportieren wir uns gleich nochmal nach Dunmore. Könnte ich mir nämlich auch vorstellen, dass es ganz gut ist, weil der hat hier nämlich eine neue Zauberspruchstufe erreicht. Der braucht jetzt eigentlich Level 2 Sprüche und das sogar zweimal. Der braucht zwei Level 2 Sprüche und wenn wir nochmal einen passiven Level 2 Spruch hier... Oh, und da auch. Haben wir, glaube ich, nicht, ne? Nein. Also wenn wir passive Level 2 Sprüche kriegen, die nehmen wir dann auch nochmal locker mit. Das wäre schon sehr schön. Und Level 3 Sprüche nehmen wir sowieso immer. Schauen wir mal. Ach ja, genau, das ist mir nämlich auch noch eingefallen. Ich habe doch Pixies. Wir werden jetzt erstmal hier die Pixies abgeben. Bei ihm. Ja, meine Jagd war erfolgreich. Wunderbar. Vielen Dank für die Pixies. Hier ist deine Belohnung für 5 Pixies. Mit diesem Kellerschlüssel kannst du in den Keller meines Hauses. Von dort gelangst du in die Unterwelt Zanzaras. Ah, toll. Mit diesem Schlüssel kannst du die Kellertür vom Pixie-Wächter öffnen. Ich bin nicht begeistert. Ich brauche Sprüche. Hilfe. Claudio. Nein, nein. Ich habe mich verklickt. Entschuldigung. Soll ich dir... Nein, bitte nicht nochmal. Das wollte ich doch haben. Aha. Jetzt habe ich vergessen, was ich brauche. Ein Zweier? Eigentlich brauche ich auch einen Einer. Aber ich brauche auch... Nee, ich brauche, glaube ich, auch noch einen passiven, oder? Wie war das? Gegner ist vergiftet. Haben wir den schon? Ja, haben wir. Wer benutzt den denn? Fallender Baum. Wer benutzt den fallenden Baum? Moment. Fallender Baum. Ah. Aha. Der benutzt den fallenden Baum? Aber ich glaube, ne, das ist ja, der ist ja durchgetauscht. Den benutzen wir im Grunde eigentlich nicht, ne? Eigentlich benutzen wir nicht den Fallen. Aber man könnte ja mal diesen hier durch den fallenden Baum austauschen. So, und dann vorerst mal so. Einfach mal, um zu testen, wie denn dieser Spruch ist. Weil der Spruch, der könnte ja sogar ganz gut sein. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Zweier. Und einen Zweier-Passiven. Zwei. Noch ein Zweier und einen Zweier-Passiven. Ah, okay. Was habe ich gesagt? Ein neuer Spruch. Treffer verursachen weniger. Das ist ja gut. Lalalala.
Geil. Mäh. Aber ich glaube, wir nehmen den trotzdem nochmal. Weil ich glaube, den nicht unbedingt. Wir nehmen den nochmal. Na. Nein. Nein. Wir brauchen einen Zweier Angriffsspruch. Ich glaube, was, wir nehmen den da? Was? Ich habe 4 von denen. Der scheint hier total gut zu sein. Dann nehmen wir vielleicht doch den. Keiner in Benutzung. Toll. Ach, egal. Ah, nee, shit, das ist ja ein... aber wir nehmen trotzdem den hier. Wir brauchen... Ja. Alter Schwede, den nehmen wir definitiv, weil der einfach richtig gut ist. Den nehmen wir... Oh Gott, können wir irgendeinen damit ausrüsten? Gucken wir gleich mal. Das gucken wir gleich mal. Wie oft haben wir den? 3-mal. Wie oft haben wir den? 2-mal. 60% mehr Schaden ist eigentlich... Ich glaube, wir nehmen den einfach. Komm, einen noch und dann gucken wir uns gleich nochmal kurz die Sprüche an. Und gehen nochmal woanders hin. So, nehmen wir den. Und dann gucken wir uns mal die Sprüche an und setzen die ein. Warum kriege ich zur Hölle keine von diesen... von denen hier? Oh nein. Schade. Ich hätte so gedacht, dass man den vielleicht hier benutzt. Warum wackelt mein Bild schon wieder so komisch? Oh Gott, kann ich den da einsetzen? Nee, ne? Schade. Ich dachte, weil das hier so... Aber ich glaube, man kann nur diese Zweifachsprüche da einsetzen. Mist. Haben wir nicht einen anderen Zweier noch bekommen gehabt? Ah. Wir haben auf jeden Fall irgendeinen neuen gekriegt, oder nicht? Kleine Wellen. Warte mal, wir können ja hier mal gucken. 5 zusätzliche Schadenspunkte. Den behalten wir auf jeden Fall. Gegnerischer Schaden wird reflektiert. Hä, hatte ich nicht durchgetauscht? Warum habe ich den denn drinne? Keine besonderen Eigenschaften. Kleine Wellen. Ach so. Ja, nee, dann brauchen wir den auch nicht, ne? Das ist ja Quatsch. Nadelregen. Messerregen. Ach so, das ist ein Zweier schon. Ja, nee. Ja, aber nee. Ruf des Wassers, den haben wir schon. Okay, und das sind die anderen, die haben wir noch gar nicht. Und hier haben wir auch nichts Besonderes, was wir jetzt noch ändern könnten. Ach, wie ärgerlich. Den haben wir ja drin. Und hier haben wir sowieso immer den gleichen. So, gucken wir mal vorne nochmal eben. Ich will die nochmal alle durchgehen, weil ich gerade erst anfange zu verstehen, was das hier überhaupt alles ist. Und Zweier haben wir ja nicht. Oder wir haben doch... Ah! Ach, das war das hier. Aber das ist die höhere Wahrscheinlichkeit für einen Crit. Den will ich ehrlich gesagt nicht durchtauschen. Ach so. Höhere Wahrscheinlichkeit für einen kritischen Treffer. Treffer verursachen weniger Schaden. Ich will den eigentlich drin lassen. Ich möchte gerne so... Der macht so geil viel Schaden, den lassen wir einfach. So, schauen wir nochmal den blauen an. Genau, das ist, ich glaube, ich habe den heilenden, ne? Nee, der Schaden wird reflektiert. Ja, ich glaube, der ist so schwach auf der Brust. Ich glaube, ich nehme doch wieder den hier rein. Spiegelglatt. Ja, das war der, genau. Kritische Treffer haben keine Wirkung. Auch nicht schlecht, wenn man so einen heftigen hat. Ach, und den hier haben wir gekriegt und können den nicht einsetzen. Aber das macht eh nichts. Das ist ja wieder nur sehr, sehr passiv. Okay, haben wir hier rumgedödelt mit den Sprüchen die ganze Zeit. Jetzt gehen wir mal in den Keller. Du gehst jetzt ins Keller. Ey, ins Keller. Kind, du gehst ins Keller. Ah, okay.
Na toll. Halt, ich sollte speichern. Ich gehe runter und speichere dann. Ja, ich habe Angst. Okay, ich habe Angst. Na super, ich habe Angst. Das ist ja wieder ganz normal. Was blitzt denn da so? Warum? Oh, donnert es? Oh Gott, ich bin hier nicht für gemacht. Oh nein, ich glaube, ich bin zu low. Ich bin zu low. Was ist das denn? Das sind so diese Diamantendinger. Oh Gott, die sind alle gefangen. Ich gehe mal hier ganz regulär weiter runter. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich will da nicht hin. Ist das eine Falltür? Sieht aus wie eine Falltür. Soll ich mal raufgehen? Es ist keine Falltür, okay. Das wäre was gewesen, ne? Oh mein Gott, das ist gleich, wir werden angegriffen. Oh, die will ich haben! Okay. Okay, es ist. Ah, es ist eine Chaosfee, es ist eine Chaosfee. Oh Gott, ich will diese Fee. Ich habe meine Liste nicht hier. Shit. Okay, gut, komm, wir schaffen das. Die lädt lange. Die lädt lange. Ich bin verzaubert, du blöde Pissfee. Nein, ich gehe so schön hin und her immer. Okay, die darf ich jetzt nicht. Ich will sie fangen. Was? Hat er mich gekillt? Der hat mich gekillt. Nicht effektiv. Na geil. What? Nein, nein, ich wollte ihn doch fangen. Jetzt habe ich mit dem so viel Schaden gemacht. Ich habe ganz kurz nur gemacht. Und er hat die anderen beiden besiegt. Du blöder, blöder. Ja, ich schmeiß ihn noch weiter weg. Nee. Ich bin versucht, neu zu laden. Und das tue ich jetzt auch. Das habe ich noch nie gemacht. Aber ich tue das jetzt. Ich tue... Weil das, ich finde das scheiße. Ich finde es viel schlimmer, dass die Federn weg ist. Weil ich will die unbedingt haben. Und das hätte nicht sein müssen. Das war... Ich habe mich verschossen. Verschossen. So, jetzt kommt bestimmt eine andere. Jetzt kommt keine. Nein. Was? Haben die das extra gemacht? Das haben die extra gemacht, damit man das nicht machen kann. Nein. Wirklich? Ihr seid so kacke. Ihr seid so scheiße. Mano. So doof. Gott, wo ist das hier? Okay, dann nehmen wir die. Ich nehme jetzt direkt die dritte. Schauen wir mal, ob die gut ist. Was? Ich bin aus Versehen geflohen. Nein! Ich lade jetzt nochmal. Das gibt's doch gar nicht. Okay. Das war dumm. Ja, das war einfach nur dumm. Und jedes Mal renne ich die Scheiße hier runter. Diesmal gehe ich so runter. So. Wenn ich jetzt hier reinfalle. Okay. So, jetzt aber. So, jetzt. Nicht in das Licht. Nicht in das Licht fliegen. Sehr effektiv, okay. So, okay, dann nehme ich mal lieber eine andere. Das ist mir zu gefährlich, sonst haue ich den um. Fang die Fee!
komm, ich hab sie. Cool. Ich hab meine erste Chaosfee. Ja, fangen. Brauche ich da... Oh, ich brauche, glaube ich, sogar eine gute Kugel, oder? Oh, nein. Und jetzt kann ich sie wieder nicht benutzen, weil sie in London rumhängt, die dumme Kuh. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Wir haben eine coole Fee gefangen. Die muss ich mir erstmal angucken. Wo ist sie denn? Na, wo ist sie denn? Hallo? Oh. Ja, ich weiß. Aber ich will sie doch nur angucken. Ach so, ja, hier. Die ist ja gar nicht so gut. Aber es ist eine Chaosfee. Ich vermute, dass die ersten Feen... Ach nee, doch nicht. Ich dachte, das sind alles hier Naturfeen. Aber es wäre auch schon komisch gewesen. Hier ist ja auch noch eine... Ach nee. Ach. Ja, nichts gehört. So. Cool. Skelbo. Wir haben Skelbo. Skelbo hat zwar keine so guten Dinger hier, aber es ist immerhin mal eine Fee, die vielleicht gegen irgendwas anderes gut ist, was ich jetzt gerade nicht weiß. Shit. Ja, speichern. Ne? Das haben wir gelernt. Irgendwas ist gut passiert. Wir speichern. Ha. Oh, das war... So, jetzt kann die andere auch nochmal kommen. Die nehmen wir auch. Na, komm, komm. Achso, vielleicht sollten wir einmal kurz nachladen mit irgendwas. Ist irgendwas kaputt? Eigentlich nicht. Hm? Okay, cool. Oh, ja, genau. Dich möchte ich auch. Dich möchte ich, dich möchte ich. Dann nehmen wir auch direkt wieder die dritte, den Wargott. Wombat, nee, War... Nee, das war mein Abonnent. Passt. Wo ist er denn? Ah, okay. Nein. Ich habe sie aus Versehen umgebracht mit einem Schuss. Scheiß, was mache ich auch so viel Schaden? Okay. Ich lade jetzt nicht nochmal. Ich werde die schon nochmal wieder... Ah, nein. Nein. Schmeiß es in den wirbelnden Abgrund. Ganz viele kleine Diamanten. Was ist das denn? Oh, da kann ich bestimmt drauf springen. Oh Gott, was ist das denn da drüben? Und was machst du da, kleines Ding, du? Hm? So, wir gehen jetzt erstmal hier rüber. Oh mein Gott. Verscheuchen! Habt ihr das gesehen? Level 40. Level 40. Really? Das hätte ich nie im Leben geschafft. Hoffentlich kommt er nochmal wieder. Was? Versuche? Null. What? Ach du Kacke. Okay. Ich habe keine Lust. Ich habe vor allem... muss es alles zu sein oder alles auf? Hm. Hm. Ja, versuche 9999, aber ich glaube, er muss alles komplett auf sein. Ich mache das gerade völlig sinnfrei. Ohne nachzudenken. Das ist natürlich ganz schlau. Nee, ey. Ja, man kann jetzt ja einfach so wahllos drauf rumklicken und dann wird man natürlich nicht viel erreichen, ne? Ich habe aber ehrlich jetzt gesagt keine Lust, das so zu machen. Gerade nicht im Let's Play, weil da muss ich jetzt drüber nachdenken. Hm. Nee, das machen wir später. Das machen wir später. So, und jetzt müsste ich nämlich eigentlich da hinten drauf springen. Moment, geht's hier auch noch weiter? Ach du Kacke, es ist ja schon wieder... Oh, ich muss schon wieder Schluss machen. So, dann, speichere ich jetzt nochmal. Ne? Ich muss ja immer speichern, sonst ist es weg. Und dann sage ich mal, wir sehen uns in der nächsten Folge und ich mache jetzt noch weiter und spring darüber.
Ciao.